Hallo und herzlich willkommen zu Smartphone Entdecken. Mein Name ist Sarah und im heutigen Video zeige ich Ihnen, wie Sie digital aktiv werden. Das heißt, wie Sie eigene Inhalte, Videos, Texte oder Fotos produzieren können und wie Sie diese auch im Internet hochladen können, damit andere sich diese Inhalte ansehen können. Denn heutzutage ist es so, dass solche Inhalte sehr gerne geschaut werden und auch gelesen werden, weil die anderen Menschen sich einfach dafür interessieren, was Sie in Ihrem Leben so machen. Zum Veröffentlichen von Inhalten gibt es verschiedene Plattformen wie zum Beispiel Facebook, Instagram, YouTube, eigene Blogs oder viele mehr. Beim Veröffentlichen von Inhalten müssen Sie allerdings darauf achten, dass Sie keine Urheberrechte oder Persönlichkeitsrechte verletzen. Und wenn Sie dazu weitere Infos haben wollen, dann schauen Sie einfach mal in unserer Mediathek vorbei. Bevor Sie allerdings Inhalte veröffentlichen, müssen Sie natürlich auch erstmal Inhalte produzieren. Und wie genau das funktioniert, das zeige ich Ihnen jetzt. Die einfachste und schönste Form, Inhalte zu produzieren, ist in meinen Augen das Fotografieren mit dem Smartphone, denn ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und das Fotografieren ist auch extrem einfach, denn die meisten Smartphones haben heutzutage zwei Kameras. Das ist einmal auf der Rückseite und einmal auf der Vorderseite. Die Kamera auf der Vorderseite nennt sich auch Selfie-Kamera. Die ist besonders gut dafür geeignet, von sich selbst Porträts zu machen, denn Sie haben dann die Möglichkeit, sich selber im Display zu sehen und sehen dann genau, ob Sie im Bild sind oder eben nicht. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Frontkamera meistens eine etwas schlechtere Qualität hat und die Kameras auf der Rückseite eine bessere Qualität haben. Mit dem Smartphone Fotos zu machen ist extrem einfach. Wie genau das funktioniert, das zeige ich Ihnen jetzt. Dazu entsperren wir einmal unser Smartphone und gehen dann hier auf das Kamerasymbol. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, zwischen der Selfie-Kamera und der hinteren Kamera zu wechseln. Dazu gehen wir einfach auf dieses Symbol und dann wechseln wir zwischen der Frontkamera und der hinteren Kamera. Dann haben wir noch die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen vorzunehmen bei den Fotos. Zum Beispiel lassen sich beim Android-Smartphone direkt verschiedene Filter drauflegen, zum Beispiel auch so ein Schwarz-Weiß-Filter oder ein sehr hoher Kontrast. Beim Android-Smartphone gibt es auch einen sogenannten Beauty-Filter. Da kann man seinen Hautton einstellen, zum Beispiel ein bisschen dunklere Haut oder ein bisschen hellere Haut oder einen Weichzeichner für die Haut. Dann haben wir noch die Möglichkeit, die Formate des Bildes einzustellen. So können wir zum Beispiel ein 1 zu 1 Format wählen, also ein quadratisches Format oder Hochformat. Und einen Timer können wir einstellen. Das heißt, wenn wir uns selber fotografieren wollen, macht das natürlich Sinn, einen Timer einzustellen, weil das dann das Ganze viel einfacher macht. Dann können wir noch den Blitz ein- und ausschalten. Oder unter den Einstellungen zum Beispiel die Bildgröße einstellen. Das bedeutet also die Qualität der Bilder etwas höher stellen oder niedriger und diverse andere Einstellungen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Beim iPhone funktioniert das im Prinzip identisch. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf das Kamerasymbol, können jetzt hier auch zwischen Front- und hintere Kamera wechseln. Dann sind die Einstellungen ein bisschen anders versteckt. Das heißt, hier finden wir zum Beispiel die Filter oben. Da können wir dann verschiedene Farbwerte einstellen, auch wieder einen Timer und den Blitz oder hier unten in der Leiste dann die verschiedenen Formate, zum Beispiel Quadrat, Porträt oder Panorama. Die Fotos lassen sich natürlich im Nachhinein auch noch bearbeiten. Mittlerweile gibt es dazu unzählige Apps, wie Sie die Fotos bearbeiten können. Und eine davon, das ist Snapseed, die gibt es für Android-Smartphones und iPhones. Die gefällt mir persönlich sehr gut, weil sie sehr einfach zu bedienen ist. Ich zeige Ihnen die einmal ganz kurz. Ich habe die natürlich schon runtergeladen. Wenn Sie die noch runterladen wollen, dann geben Sie einfach Snapseed ein und dann finden Sie dieses Symbol mit dem Blatt und das ist dann die App. Und da können Sie jetzt Ihre Bilder hineinladen und dann eben ganz schnell bearbeiten, weil hier so Filter schon vordefiniert sind, zum Beispiel einen mit sehr hohem Kontrast und man sieht schon direkt,
Das Bild sieht mit einem Klick deutlich besser aus. Am 30.10. um 19 Uhr wird es übrigens dazu ein Webinar geben. Dieses Webinar wird sich mobile Bildbearbeitung nennen. Und wenn Sie keine Zeit haben, am Webinar teilzunehmen, dann finden Sie natürlich die Aufzeichnung auch später auf unserer Webseite. Eine weitere Möglichkeit, mit Ihrem Smartphone Inhalte zu produzieren, ist das Aufnehmen von Videos. Auch das funktioniert ganz einfach mit der Kamera-App. Auch hier können Sie zwischen Frontkamera und der hinteren Kamera ganz einfach wechseln. Das Schöne an Videos ist natürlich, dass das weitaus kommunikativer ist als Fotos. Und Sie können damit natürlich schöne Momente einfangen, zum Beispiel die ersten Worte des Enkelkindes oder witzige Momente vom Haustier. Und das Ganze ist natürlich dann viel witziger und auch kommunikativer als ein einfaches Foto. Allerdings kann es bei Videos sein, dass Sie das natürlich etwas mehr Überwindung kostet, als einfach ein Foto zu machen, weil es am Anfang tatsächlich gar nicht so einfach ist, sich zu überwinden, in die Kamera reinzusprechen, weil man sich irgendwie ein bisschen bekloppt vorkommt. Bei mir war das zum Beispiel am Anfang so und auch bei vielen anderen, die das erste Mal in eine Kamera gesprochen haben, war das so. Aber ich kann Ihnen versprechen, wenn Sie das öfter machen, dann wird Ihnen das sehr viel Spaß bereiten und auch die Leute, die Ihre Videos bekommen, die werden sich darüber freuen, weil das eben nicht so alltäglich ist wie ein Foto oder ein einfacher Text. Wie Sie Videos aufnehmen können, ist im Prinzip auch so einfach wie Fotos machen. Ich zeige Ihnen das kurz anhand des iPhones, weil das beim Android-Smartphone im Endeffekt fast genauso funktioniert. Das heißt, wir gehen jetzt hier auch wieder auf das Kamerasymbol. Und dann sehen wir hier, steht neben Foto schon das Wort Video und da klicken wir dann einfach drauf und können dann das Video aufnehmen. Um das Video aufzunehmen, müssen wir hier den roten Button drücken. Und dann wird das Video auch schon aufgezeichnet. Und wenn wir die Aufnahme stoppen wollen, dann drücken wir einfach wieder auf den Button und dann wird das Video auch automatisch abgespeichert. Nun habe ich Ihnen gezeigt, wie Sie Videos produzieren können oder Fotos machen können. Aber wenn Sie lieber Texte schreiben wollen, dann können Sie das natürlich auch tun. Die Smartphones haben dafür in der Regel sogenannte Notizen-Apps vorinstalliert, wo Sie Texte reinschreiben können, damit Sie diese dann später zum Beispiel bei sozialen Netzwerken oder auf Ihrem eigenen Blog hochladen können. Bei iPhones heißt diese App Notizen, das kann man sich also sehr einfach merken. So sieht die ganze App dann aus, da klicken wir dann einmal drauf und dann können wir eine neue Notiz erstellen, indem wir hier unten auf dieses Stiftsymbol drücken und können dann hier verschiedenste Texte reinschreiben und diese natürlich auch speichern. Bei Android-Smartphones heißt die App im Prinzip so ähnlich, allerdings hat die hier einen englischen Namen und heißt bei Samsung-Smartphones Samsung Notes. Hier muss man allerdings dazu sagen, dass das bei jedem Hersteller im Endeffekt eine eigene App gibt, die dann auch zum Beispiel Samsung Notes oder Huawei Notes oder ähnliches heißt. Aber im Prinzip funktionieren die alle gleich. Auch hier können wir natürlich einen Text eingeben und auch einen Titel. Also alles kein Hexenwerk. Nun haben Sie gelernt, wie Sie Inhalte produzieren können. Was allerdings viel wichtiger ist, ist natürlich auch diese Inhalte mit anderen zu teilen. Weil das Spannende ist natürlich die Interaktion mit anderen Menschen, weil die freuen sich auf eine Art darüber, dass Sie Inhalte produzieren und freuen sich auch immer, wenn die etwas sehen können, was in ihrem Leben passiert. Allerdings wollen die natürlich dann auch ihre Kommentare dazu dalassen oder mit anderen Videos oder Bildern vielleicht darauf antworten. Und da ist es natürlich wichtig, dass Sie Ihre Inhalte auch mit anderen teilen. Zum Veröffentlichen von Inhalten gibt es heutzutage unzählige Möglichkeiten und es kommen fast jeden Tag neue hinzu. Aber die wichtigsten Plattformen sind YouTube, wo Sie eigene Videos hochladen können, oder Instagram, wo Sie Bilder hochladen können oder sogenannte Instagram-Stories, was nichts anderes ist als ein 15-sekündiges Video. Und natürlich auch ein eigener Blog, wo Sie Texte schreiben können oder Bilder hochladen können und wo Sie einfach quasi wie so ein Tagebuch schreiben können, was Sie machen oder was Ihnen gerade wichtig ist. Zunächst möchte ich Ihnen die Plattform Instagram zeigen. Instagram ist nichts anderes als ein soziales Netzwerk, in dem Sie primär Bilder hochladen können, die dann in Ihrem Profil chronologisch angezeigt werden. Ich kann Ihnen einmal kurz zeigen, wie das Ganze aussieht. Ich zeige Ihnen das mal anhand des iPhones, aber das ist im Prinzip bei allen gleich. Hier sehen Sie jetzt mein Profil.
Und da sehen Sie dann alle meine Bilder, die ich hochgeladen habe, in chronologischer Reihenfolge. Also das letzte Bild ist das, was ich zuletzt hochgeladen habe. Und wenn Sie dann weiter runter scrollen, sehen Sie die ersten Bilder. Bei den Bildern kann man dann auch immer einen Text dazu schreiben oder auch verschiedene Kommentare darunter. Aber Instagram hat sich mittlerweile deutlich weiterentwickelt. Das heißt, Sie können dort nicht nur Bilder veröffentlichen, sondern auch kurze Videos. Diese Videos können Sie dann in Ihrem eigenen Feed, was nichts anderes als Ihre Galerie ist, veröffentlichen oder eben in den Instagram Stories. Instagram Stories sind kurze Videos, die maximal 15 Sekunden lang sind und auch maximal 24 Stunden sichtbar sein können. Das heißt, nach 24 Stunden ist dieses Video dann nicht mehr sichtbar für andere. Es sei denn, Sie speichern es unter Ihren Highlights ab. Eine weitere Möglichkeit, um Videos hochzuladen, ist die Plattform YouTube. YouTube ist auf jeden Fall die größte Plattform, wenn es darum geht, Videos hochzuladen. Und diese können Sie dann natürlich auch mit Freunden teilen oder eben mit der ganzen Welt. Eine weitere Möglichkeit, um Inhalte im Internet zu veröffentlichen, ist ein eigener Blog. Ein Blog ist dabei nichts anderes als eine tagebuchartig geführte öffentliche Webseite, die ständig um neue Beiträge erweitert wird. Hier können Sie alles veröffentlichen, was Ihnen gerade in den Sinn kommt. Hauptbestandteil von Blogbeiträgen sind natürlich Texte, die Sie wiederum mit Bildern und Videos untermalen können. Die bekannteste Plattform für eigene Blogbeiträge ist dabei WordPress. So habe ich zum Beispiel auch meinen eigenen Blog aufgebaut, die ich Ihnen mal kurz zeigen möchte, damit Sie sich vorstellen können, was ein Blog überhaupt ist. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf meine Webseite bzw. meinen Blog. Und dann sehen wir hier einige meiner Beiträge. Die ganzen Beiträge sind dabei auch chronologisch geordnet. Das heißt, die Beiträge, die ich zuletzt veröffentlicht habe, die sieht man zuerst. Hier zum Beispiel einen Fotowettbewerb oder einen Beitrag zu einer smarten Kamera. Und wie gesagt, da können Sie alles reinschreiben, was Ihnen gerade in den Sinn kommt. Wenn Sie zum Beispiel über Ihren Hund bloggen wollen oder über Ihr Enkelkind oder über die besten Kochrezepte zum Thema Kuchen, dann können Sie das einfach in Ihren Blog reinschreiben und es wird garantiert Leute geben, die sich dafür interessieren. Ich hoffe, dass ich Sie dazu inspirieren konnte, selber digital aktiv zu werden, denn es macht, wie gesagt, extrem viel Spaß, Inhalte zu produzieren und besonders auch diese mit anderen zu teilen. Besonders Freunde und Familienmitglieder freuen sich meistens sehr darüber, dass es mal was anderes gibt als eine normale Unterhaltung. Und Videos und Fotos sind ja auch dazu da, um Erinnerungen für immer zu behalten und dafür ist das eben sehr gut. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen und wenn Sie mehr solcher Videos sehen wollen, dann schauen Sie gerne in unserer Mediathek auf unserer Webseite vorbei und schauen Sie sich die anderen Videos zum Thema an.